Hallo, ihr süßen Puppis, willkommen zur neuen Dschungelnachlese. Ich habe heute einen Gastkommentator und zwar den Hetti. Moin. Moin. Und Hetti war gestern in Göttingen. Ja? Leider. Ja, nee, Göttingen ist ja ganz süß. So, Dschungelnachlese. Ich war jetzt die letzten, warte mal, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ich war jetzt 5 Tage, war ich nicht online für euch, weil ich nicht konnte. Ich war in Düsseldorf, ich war in Paris. Ich war so viel unterwegs. Aber jetzt bin ich wieder da. Bis Samstag bin ich wieder da. Und wir trinken erstmal einen Schnapp Wodka. So. Hetti ist ja Dschungelnachlese-Spezialist, der war nämlich letztes Jahr schon mal mit dabei. Du bist sozusagen Dschungelprofi, bist du ja. So, erstmal, gestern ist leider Nathalie rausgeflogen. Oh. Und wir hassen Nathalie. Und von daher sie ist ja von den Nutten. Die ist von den Nutten und sie ist endlich raus. Die hat, glaube ich, in der ganzen Staffel hat sie vielleicht 10 Worte gesprochen oder so. Heute ist Brigitte, nicht Skotum, sondern Brigitte Nielsen ist heute rausgeflogen. Ich hab's kommen sehen. Was geht los da rein? Hat jetzt endlich denn die Schluss. So, dann heute ist nicht viel passiert. Passt auf. Es gab wieder ein Beef zwischen Helena Fürst und dem speedsüchtigen Ex-Fußballer Thorsten Legert. Und ich glaube immer noch, dass Helena Fürst ein eingeschleuster Maulwurf ist von RTL, weil die macht ohne Sinn und Verstand, macht die Beef. Das stunkt die ganze Zeit. Ja, und die hat ihm heute wieder vorgeworfen, er sei total frauenfeindlich. Und sie hat zu ihm gesagt, sie würde ihn noch nicht mal beim Promi-Dinner bei sich zu Hause begrüßen. Nein. Das ist doch echt eine Drohung, ne? Aber bei Promi-Shopping-Queen würde sie ihn trotzdem, da würde sie mitmachen, ne? Der ist ja auch ein Shopper. Der ist ein Shopper. Und da hat sie gesagt, ja, du bist total scheiße und so. Und der hat wieder gar nichts verstanden. Das war ein bisschen langweilig. Und das war das Einzige, was heute passiert ist. Dann war die Dschungelprüfung. Jungle-Prefange. Und zwar mit Menderes. Mit den Türken. You are not alone. Michael Jacksons Sohn. Ja, der musste ins Labor. Ja. Das, was Helena Fürst nicht machen wollte. Das war auch mega langweilig. Da musste er in so Räume rein, da war irgendwie ein Raum, da war nichts, dann war ein Raum mit Schubladen, da musste er in so Gläser reinfassen, Schlüssel suchen, hat er nicht verstanden, weil da waren 6 Schubladen und 6 Schlüssel. Er hat 2 aufbekommen und dann waren die Schubladen auch schon alle. Hat er sich gedacht, ja, hier sind keine Sterne. So, irgendwann hat er es geschafft. In einem anderen Raum, da war wieder nichts, dann war so ein Raum mit Schlachtabfällen. Ja, das war Walter Freiwalds Schlachtabfälle waren das. Vom letzten Ja. Da hat er auch nochmal 2 Sterne gefunden. Dann hat er irgendwie nochmal 2 Sterne irgendwo bekommen. Ich weiß aber nicht mehr. Bei dem Vogel. Ach ja, genau. Da war noch so ein Strauß. Genau. Und da hat er 6 Sterne gehabt. Dann hat er natürlich sich bei den beiden Moderatorinnen und Moderatoren bedankt, dass er diese Dschungelprüfung machen durfte. Er hat da zwischendurch noch gesagt, come on. Und dann ist er zurück ins Camp und hat er die alle total verarscht und hat erst so gesagt, hey, ja, aber ich habe halt alle Sterne bekommen, aber dann war die Zeit vorbei und jetzt habe ich keine Sterne. Und gleich Thorsten gleich so, ey, Mann, ist nicht schlimm, was du fürs Team gemacht. Und dann hat er sie alle verarscht und dann wollte er gerade duschen gehen, hat dann noch vorher gesagt, nee, er hat doch alle Sterne, alle haben sich gefreut. Und dann ist er leider nicht duschen gegangen, sondern er hat dann noch ganz, ganz lange erzählt, wie schwer diese Dschungelprüfung war, als er dann weg war. Hat aber dann Thorsten Legert gesagt, dass die Dschungelprüfung, die war ja höchstens 2 oder 3 auf der Schwierigkeitsskala von 10. Ja, der kennt sich aus, der Thorsten Legert. So, und dann war es das eigentlich schon. Ist noch irgendwas passiert? Die große Ältere war rausgeflogen. Die große Ältere ist raus. Mehr gibt's nicht zu erzählen. Nee. Dann sehen wir uns einfach morgen zur Dschungelnachlese bereits wieder. Bis dann, gehabt euch wohl. Und wo sehen wir uns? Na, im Internet. Bis dann. Bye. Sharing is caring.